Oh, vielleicht, wenn wir irgendwann mal. Ich habe übrigens. Nein. Oh, ich bin doch so doof. Ich habe übrigens den Hinweis bekommen. Vielen Dank nochmal an den Hinweisgeber. Das bringt mir jetzt hier nicht viel. Aber ich kann in diesem Spiel auch blocken. Und das hätte mir beim Dämonenskorpion den Allerwertesten gerettet. Und das habe ich vergessen. Das werde ich in dem Spiel aber noch das ein oder andere Mal brauchen. Davon bin ich überzeugt. Und diese Kleinen, die nerven mich hier gerade so tierisch. So. Boah, 200! Wenn das mal nicht ein gelungener Angriff war. So, langsam habe ich hier den Dreh raus. Nein! Oh, das war zu langsam. Das habe ich schon kommen sehen. Nein! Okay, vielleicht habe ich doch nicht so den Dreh raus. Ich tue mich ja ein bisschen schwer damit. So. Kein Problem für Almighty Goya. Auch wenn wir uns am Anfang von diesen komischen Pünktchen haben zu oft treffen lassen. Ich bin jetzt immer noch traurig wegen der Truhe, die ich da ausgelassen habe in dieser komischen Schlangengrube, wo wir durchgefallen sind. Denn ich kann mir vorstellen, weil in diesen Truhen, die man dann immer optional irgendwo findet, sind in Terranigma ganz, ganz oft Elixiere versteckt. Und die habe ich ja nun mal unglaublich lieb, wie ihr wisst. Und ja, das macht mich jetzt traurig. Und du, Geoblast, da musst du meinen ganzen Frust jetzt einstecken. Da führt kein Weg dran vorbei. Ist der erste greifbare für mich, an dem ich das auslassen kann. So. Ja, wir sind auf unserer Mission hier, um die Vögelchen zu befreien. Wir haben hier von Vögeln bisher noch nicht viel gesehen. Ich denke mal, dass diese Platten hier einstürzen, aber das tun die irgendwie nicht. Und wenn man sich mal den Spielenamen Terranigma auf der Zunge zergehen lässt und überlegt, was das überhaupt bedeutet. Ich glaube, ich kann mich jetzt hier fallen lassen. Und ich glaube, ich mache das auch mal kurz. Einfach um zu... Ah, ich glaube, okay. Ich glaube, ich habe es irgendwie befürchtet, aber ich wollte nochmal auf Nummer sicher gehen. Ich muss jetzt hier auch nicht nochmal alle töten. Nur die, die mir vielleicht in meinen Blitzstich laufen, sozusagen. Mann! Ja, wenn man sich mal den Namen Terranigma auf der Zunge zergehen lässt. Das kommt ja aus dem lateinischen Terra, das werden viele wissen. Heißt ja im Grunde genommen nichts weiter als Erde. Mann, ich stelle mich hier aber auch gerade bekloppt an und krieg... Oh! Okay, ich gehe jetzt hier raus. Ich gehe jetzt hier raus. Ich gehe jetzt hier raus, bevor ich hier richtig anfange... irgendwelche schlimmen Sachen zu sagen. Ja. Und Terra bedeutet ja übersetzt Erde und Enigma wäre dann, wenn man also die Worte oder das Wort jetzt mal auseinanderpflückt, wäre Enigma dann Rätsel. Und wir hätten dann sozusagen grob übersetzt das Erdenrätsel und das passt ganz gut, wenn man bedenkt, was ja eigentlich unsere Mission ist in diesem Spiel. Okay, ich glaube, ich habe diese Attacke hier zum ersten Mal... nein... Ne, ich bleib doch bei meinem Blitzstich. Wo kommen denn die ganzen Vögel hier immer her? Ich dachte schon, mein Monitor ist riesig. Aber irgendwie überraschen die mich doch immer. Mann. Die Gegner mobben mich. Und da leuchtet irgendwas. Tröste mich bitte. Etwas schimmert im Gestrüpp. Goya erhält die Greifenklaue. Und das wird jetzt nicht überraschend kommen, aber mit dieser Greifenklaue... Wie ich das bereits angekündigt habe, ist es uns möglich, genau das hier zu tun, nämlich Felswände zu erklimmen. Und das gibt uns viele neue Möglichkeiten, diesen Ort hier weiter zu untersuchen. Und ich habe bestimmt schon wieder 10.000 Wege ausgelassen, aber... Du blöder Kackvogel, ey! Toll, dass ich nicht schießen kann. Super, Goya, du schwaches Stück, du. Okay. Komm, hau mich wieder runter. Komm, ich rechne sowieso damit. Das ist eine Truhe, das ist eine Truhe. Oh, dass wir jetzt hier eine Sackgasse haben, stimmt mich gerade ein bisschen optimistisch, denn vielleicht komme ich doch nochmal an den Ort zurück, wo ich befürchtet hatte, dass ich irgendwas ausgelassen haben könnte. So, und jetzt kann ich diesen Weg hier nehmen. An diesen blöden Kackgegnern von gerade eben möchte ich jetzt nicht nochmal vorbei. Hat mich das gerade aufgeregt, ja?
Und ich dachte immer, wenn ich mich auf irgendwas nicht konzentriere und das mal versuche, so ein bisschen nebenbei zu machen, dass das dann besser funktioniert. Aber da habe ich mich jetzt zumindest bei diesem Gegner hier echt getäuscht. Ja, kommst du auch mal bitte raus aus deiner Pfütze, danke. So, und du noch und dann... Irgendwie sind diese Gegner minimal unberechenbar. Der hier ist cool in seiner Ecke. Der mit dem... Der kann mich nicht überraschen. Da habe ich eine schöne Anlauffläche. So, und das ist jetzt hier der einzige Weg. Es sei denn, wir würden jetzt zurückgehen. Da gab es, glaube ich, auch noch solche Felswände, wo wir hätten entlang gekonnt. Aber ich möchte erstmal gucken... Nein, wo wir jetzt hier hinkommen. Okay, hier schließt sich einer. Nein, Mann. Hier schließt sich schon mal einer von mehreren Kreisen, wo ich... Oh, diese Gegner hier, die machen mich echt wahnsinnig, ja. Ach, ja. So, das heißt, ich gehe noch mal ganz kurz gucken, wo wir jetzt hier rauskommen. Ach, hier haben wir, glaube ich, vorhin rechts da diesen Granitspeer gefunden. Und den mache ich jetzt einmal hoffentlich mit so einer Attacke fertig. Sehr schön. Puh. Ja, wenn man hier nicht einmal aus dem Konzept kommt, dann geht das auch bei diesen Gegnern. Wir sind mit Heilmitteln gut eingedeckt. Also eigentlich habe ich überhaupt gar keinen Grund, Panik zu schieben. Und der Geoblaster, der nervt mich wieder. Der möchte mich wieder ärgern mit seinen zwei Zähnen. Er hat einen echt lustigen Gesichtsausdruck. Und jedes Mal, wenn er sich wieder erheben möchte, um wieder in die Luft zu steigen, dann sieht er aus, als ob er gerade richtig... richtige Magenkrämpfe hat und auf dem Klo sitzt. Ich wollte nicht schon wieder dieses böse Wort mit K sagen. Zeige ich euch mal beim nächsten Mal. Wenn er so seine Äuglein zusammenkneift und ja. Egal. Vielleicht werden wir noch einem Geoblaster über den Weg laufen. Dann seht ihr auch, was ich meine. Und diese komischen Schlammviecher, die hier draußen immer auf dem Boden rumkrauchen, die können sich, glaube ich... Nein! Guckt jetzt, wartet, ich zeige euch jetzt, da seht ihr, habt ihr gesehen, wie der seine Augen zusammenkneift und die Lippen ganz fest zusammenpresst. Ja, diese schlammigen Gegner da draußen, die werfen ja immer so eine komischen Schlammbatzen nach uns. Ich weiß nicht, wie ich diese Teile nennen soll, oder Schlammklumpen passt vielleicht besser. Und wenn die auf dem Boden aufkommen, dann entsteht daraus ein weiterer Schlamm. Gegner. Ja, das haben wir hier bisher noch nicht gesehen, weil die Schüsse bisher so mehr oder minder ins Leere gelaufen sind. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zuerst nach oben soll oder das unten absuchen soll. Oh, ich glaube, diese Plattform hier ist gefährlich. Oh, wow, 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 wow. Liebe kleine Freunde. Oh, hier ist eine Truhe. Sehr schön. Deswegen seid ihr so viele. Ihr bewacht diese Truhe und bringt mir hoffentlich was Schönes. Wow. Ich wollte gerade sagen, oh, meine Reaktionsfähigkeit ist hier so unglaublich gut, ja. Aber er hat mich dann doch noch erwischt. Aber egal, wir haben eine Truhe und wir bekommen 87 Taler. Das wird immer mehr, was in diesen Truhen an Geld verborgen liegt. Und ein Kristall auch noch. Sehr schön. Dann haben wir uns doch richtig entschieden, hier erstmal nach oben zu klettern. Und dann geht es jetzt für uns nach unten weiter. Das ist hier wieder ein bisschen unübersichtlich. Oh nein, und hier ist schon wieder so eine Grube, glaube ich, wo ich mich reinfallen lassen kann. Ich gucke nochmal kurz da oben, ob ich da nicht irgendwas ausgelassen habe. Aber ich glaube nicht. Nö, alles im Lot, alles gut, alles gesäubert. Bis auf die eine Truhe, die ich da vorhin ausgelassen habe. Wegen der ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr ruhig schlafen können werde. Ich probiere jetzt mal nach rechts abzudriften. War das gut? War das schlecht? Hey, das war sogar gut. Sehr schön. Wobei mich die Truhe eigentlich glücklicher gemacht hätte. Aber okay, man kann ja nicht alles haben. Oh, und da unten ist schon wieder Spielplatzatmosphäre. Oh. Und noch ein Blitzstich. Wow, sehr schön. So, wo sind wir jetzt hier? War ich hier schon mal? Ist das jetzt hier ein neuer Bereich? Ich glaube, der ist neu. Ich kann mich an diese schlammigen Freunde hier im Doppelpack nicht erinnern. Oh, und wir haben eine Liane und wir haben eine Wand. Ich mutmaße jetzt einfach mal, dass dort der richtige Weg sein wird. Yay! Wow, das ging richtig schnell. Der letzte Levelaufstieg, der ist gar nicht so lange her. Wow, Abwehr um 3. Na, holla die Waldfee. Wenn das...
Habt ihr das gerade gesehen? Ey, wenn nicht, dann spult bitte nochmal kurz zurück. Weil als sich Goya gefreut hat und seine Faust in die Luft gereckt hat, da ist der Gegner gerade draufgegangen. Das sah so aus, als ob er ihn sozusagen mit dem Faustschlag den letzten Schlag verpasst hätte. Klasse. Nein, Mann. Och, Mann, ey, die nerven echt total. Aber ich glaube, die sind auch mit der Grund, warum wir jetzt hier so schnell wieder einen Levelaufstieg bekommen haben. Weil die, glaube ich, recht viel an Erfahrung da lassen. Ist aber nur Spekulation, ich weiß es nicht. Oh, und wir haben jetzt wieder viel zu viele Wege. Oh, und da unten kann ich mich auch noch fallen lassen. Was tut ihr mir bloß an? Da ist die Truhe, da ist die Truhe, da ist die Truhe. Sehr schön. Da hatte ich ja immer noch drauf spekuliert, dass wir die irgendwann erreichen und sogar mit einem Elixier gespickt. Sehr schön. Und diese KP, die können wir jetzt auch ganz gut gebrauchen, wenn wir das nächste Mal wieder in Mitleidenschaft gezogen werden von Gegnern. Dann werde ich auch wieder eine Wunderknolle konsumieren, aber momentan läuft das ganz gut für uns, denn wir haben ja hier auch eine neue Wunderknolle noch gefunden. Nein, oh, vor denen habe ich echt ein bisschen Panik. Aber dieser Abwehrboost plus 3, ich glaube, wir hatten, seit wir hier gestartet sind mit diesem Let's Play, bisher noch kein Attribut, was... Oh, jetzt habe ich vergessen, den Blitzstich, oder den Blitzstichknopf zu drücken, den Angriffsknopf zu drücken. Ja, und die gehen einem immer besser von der Hand. Und ich frage mich gerade, ob das nicht ein Fehler war, dass ich mich da vorhin, wo wir jetzt dieses Elixier gefunden haben, da hätte ich mich auch fallen lassen können. Aber ich glaube, dass ich da schon mal gewesen bin. Und dass ich da sozusagen wieder nur an den Anfang gekommen wäre. Oh, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich auch zuerst... Nee, okay. Gut, dass ich erstmal hier hochgeklettert bin, denn hier ist eine Sackgasse. Wenn ich da oben dann nämlich festgestellt hätte... Ich weiß ja nicht, wie weit das nach oben geht. Aber wenn ich hier oben festgestellt hätte, dass dort der richtige Weg ist, dann hätte ich mich den ganzen Weg wieder runterfallen lassen und wäre dann nochmal rechts hochgeklettert. Deswegen habe ich mich auch hier zumindest in der Reihenfolge für den richtigen Weg entschieden. Das läuft ja bisher ganz gut. Und ja, es geht hier ziemlich weit nach oben. Sogar sehr weit. Ich glaube, wir haben bisher auch einen höheren Punkt hier in diesem Areal nicht erreicht. Oh oh. Ich weiß nicht, was da oben auf uns wartet, aber ich sollte mich vielleicht auch mal heilen. Oh, ich habe ja immer die Befürchtung, dass irgendwo gleich ein Boss um die Ecke angesteuert kommt. Ich möchte darauf gerne vorbereitet sein. Ich möchte auch gerne irgendwie einen Speicherpunkt vorher noch haben, aber irgendwie... Oh. Nein! Nein, und da haben wir einen Boss. Okay. Nichts mit Speicherpunkt, als ob mich hier das Spiel dafür bestrafen möchte, dass ich sowas überhaupt einfordere. Aua. Ja. Wie greife ich dich jetzt an, liebes Vögelchen? Nein, da hätte ich dich jetzt kriegen können. Da war ich jetzt nur zu langsam. Komm, schieß, schieß. Ah, oder so. Okay. Wow. Yay. Okay, zweimal hintereinander getroffen. Sehr schön. Der Vogel ruft Verstärkung. Nein! Was? Das war's schon? Infernalos besiegt. Goya. Lange wartete ich auf diesen Augenblick. Alle Vögel sollen ihre natürliche Lebensform wiedererlangen. Doch bedenke, noch ist es zu früh für die Wiederbelebung der Welt. Du musst für das Wachstum allen Lebens sorgen. Ach Gottchen, da wird doch nicht gleich etwas schlüpfen, doch? Ah, damit haben wir die Vogelwelt in diese Welt sozusagen mit eingebunden, befreit, heraufbeschworen. Sehr schön. Aber ich sage euch immer noch, ich bin wirklich ganz, ganz ehrlich total überrascht, wie schnell dieser Boss gerade ging. Weil wir haben hier keine Level-Parts oder sowas gehabt. Oh, und hier blüht das Vogelleben. Wie süß.
Ja, und der hat, was hat der an Treffern eingesackt? 3 oder 4? Keine Ahnung. Also ich habe das alles echt ein bisschen kniffliger in Erinnerung, aber okay. Willkommen in unserem Paradies. Deine Anwesenheit ehrt uns. Okay, ich spreche jetzt nur mit jedem nur einmal. Wenn ich nur meine Flügel ausbreiten und wegfliegen könnte. Doch aus Orkania weht noch kein Lüftchen. Oder wehte noch kein Lüftchen. Oh, zu dir kann ich leider nicht rüber, Kumpel. Du stehst auf so einer komischen Insel. Was ist das hier alles überhaupt? Soll das Wasser darstellen? Bisher war es der Wind, der uns den Zeitpunkt zum Aufbruch wies. Doch in diesem Jahr blieb der Wind aus. Ja, ja, ich habe aus Versehen jetzt nochmal darauf gedrückt. Kann ich mit diesen Kleinen, die hier rumflattern, auch reden? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich hoffe ja, dass uns hier vielleicht ein Vogel auch den Hinweis darauf gibt, wo wir als nächstes hin müssen oder wen oder was wir als nächstes befreien müssen. Wir haben einmal den Hinweis gerade bekommen, dass aus Orkania sozusagen kein Wind mehr kommt. Damit haben wir den Namen eines Ortes immerhin schon mal. Du möchtest mit mir nicht sprechen, du pickst nur lustig auf dem Boden rum. Na, schauen wir mal. Achso, hier kann ich hochklettern. Willkommen in unserem Paradies. Deine Anwesenheit ehrt uns. Oh, ich fühle mich geehrt, hier sein zu dürfen. Och. Hallo. Wenn ich nur... Achso, oh, wenn ihr natürlich jetzt auch hier vereinzelt noch das Gleiche sagt, dann ist das natürlich blöd. Aber gut, vielleicht ist der auch nur von einem Punkt zum anderen rübergeflogen. Oh, Hallöchen. Ich bin nur ein umherziehender Nomade. Soll ich dir ein Liedchen trällern? Ja, bitte. Wie schön, du bist ein wahrer Freund der Muse. Oh, wie niedlich. Oh, wie cool. Oh, ich bin wieder so begeistert. Die Musik, das Tempo verändert sich ja nur ein bisschen. Oh, da sitzt ein Uhu auf dieser Insel. Mit dem möchte ich auch sprechen, aber ich glaube, zu dem komme ich nicht hin. Okay, dann gucke ich mal, ob ich, wenn ich hier hochklettere, noch irgendwas entdecken kann. Ich glaube, da geht dieses Vogelgebiet noch weiter. Wenn ich jetzt hier nicht irgendetwas durcheinander bringe. Ja, wir sind im Kingnest. Und oh, seht ihr dieses kleine süße Vögelchen da oben mit den dicken Kulleraugen? Gott, ist das niedlich. Wir Königsvögel bewohnen Nester in luftigen Höhen. Im höchsten Nest wohnt Dumba, unser König. Ah ja, na dann statten wir mal Dumba einen Besuch ab. Kann ich dich bewerfen? Haha, so viel zum Thema, ich mag Vögel. Nein, ich habe ihn ja nicht getroffen, ich habe absichtlich daneben geworfen. Du hast uns unsere Lebensquelle wiedergegeben. Ich möchte dir im Namen aller Vögel danken. Danke. Cool, ich möchte dir danken. Danke. Ja, stimmt, eigentlich haben die recht, weil nur wenn man sagt, ich möchte dir danken, ist der Dank ja damit noch nicht ausgesprochen. Man kündigt das ja nur an. Ich bleibe allein zu Hause. Das kann ich schon. Oh, du süßes Babyvögelchen. Und was sagst du so? Ich habe Hunger, großen Hunger. Aber ich warte auf meine Mama. Ich bin brav. Ach, wie gut erzogen ihr seid, ihr süßen kleinen Vögelchens. So, sprich mit mir, großer Vogel. Einst kamen Menschen und stahlen die Eier. Doch nun herrscht endlich Frieden. Wir haben keine Angst mehr davor. Ach, wie schön. Oh, jetzt fliegst du weg. Ich wollte doch mit dir auch noch sprechen. Oh, ich bleibe allein zu Hause. Das kann ich schon. Ach, wie süß. Ach, wie süß. So, was finden wir hier oben? Ich glaube nämlich rechts, da hätten wir diesen Dumba jetzt vorgefunden. Ah ja. Dumbas Nest liegt zu deiner Rechten. Ja, das habe ich gerade schon gesagt. Er wacht über uns und beschützt uns vor Unheil. Auch wenn man es ihm nicht ansieht. Na, noch haben wir ihn ja nicht gesehen. Das können wir noch nicht beurteilen. Ich habe Hunger, großen Hunger. Aber ich warte auf meine Mama. Ich bin brav. Ja, das hat dein kleiner Zwillingsbruder da unten uns auch schon gesagt. So, was haben wir denn hier Schönes? Das heißt, ich kann mir jetzt, wo wir wieder ein paar mehr Kristalle gefunden haben, mal diesen etwas stärkeren Ring gönnen. Und dann haben wir weiterhin von jedem einen. Und dann gucken wir mal. Oh, du hast sogar eine kleine Theke. Du kannst mir bestimmt helfen, sagst du. Na, schauen wir mal. Oh, du hast auf jeden Fall schon mal eine schöne Rüstung. Die möchte ich doch gleich mitnehmen. So, und die legen wir dann auch gleich an und dann gucken wir uns mal an, was der gute Dumba zu sagen hat.
Möchtest du das anwählen? Ja, bitte. Ausgerüstet. Was sagst du uns dazu? Ein Vogel musste federn lassen. Oh, das ist ja, als würden wir Pelz tragen. Es fühlt sich jetzt natürlich nicht so gut an. Danke, liebes Spiel, dass du mir jetzt ein schlechtes Gewissen machst. Wie Nomaden reisen wir durch die Welt, geleitet nur vom Wind. Doch nun scheint der Wind uns nicht mehr hold zu sein. Es ist furchtbar. Das ist aber schade. Ja, das hat dein Kumpel auch schon gesagt. Sagt ihr alle drei jetzt das Gleiche? Offensichtlich. Na gut, dann gucken wir uns mal an, was Dombar zu sagen hat. Da, für euch. Oh, und Dombar ist wirklich ganz, ganz, ganz weit oben beheimatet. Oh, du bist aber groß, Dombar. Du brauchst dich nicht zu erschrecken. Du brauchst deine Augen nicht so aufzureißen. Wir tun dir nichts. Ich bin der König der Königsvögel. Man nennt mich Dombar. Hab Dank, du hast den Bann gebrochen und uns unsere Körper wiedergegeben. Doch noch ist nicht alles wieder beim Alten. Nicht weit von hier liegt Orkania, die Windgrotte. Der Wind aus Orkania geleitet uns in neue Länder. Doch dieses Jahr blieb der Wind aus. Wir machen uns Sorgen. Wo liegt Orkania? Das solltest du eine der Möwen dort unten fragen. Ich würde dich hinbringen, aber ich kann nicht mehr fliegen. Ach, du Ärmster, du guckst aber so traurig drein, du armes, kleines, dickes Vögelchen. Okay, das Klein könnt ihr streichen aus diesem Satz, denn klein war da ja nun wirklich nicht. So, dann speichere ich jetzt mal ganz geschwind. Ich nehme mal den zweiten Slot, nicht, dass meine Aufnahme wieder verkackt, dass ich dann von dem Spielstand 1 nochmal anfangen kann. Okay, das heißt, in der nächsten Folge werden wir mit Hilfe dieser lustigen Nomadenvögelchen hier hoffentlich Orkania aufsuchen, gucken, ob wir den Vögeln hier den Wind wieder zurückbringen können. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.